So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Again, Ratchet & Clank 3. Das letzte Mal hatten wir uns nichts gekauft, das habe ich jetzt gerade mal. Guten alten YouTube-Zeiten, Shadowsaw, 13:05. Ganz kurz wird auch dann gekauft, einfach weil ich Roboter und aber wisst ihr was? Nö. Hallo? Sie haben bei mir angerufen. Ja genau, ich habe eine Anzahlung gemacht für den PS5. Okay. Ja, dann komme ich sofort. Bis gleich dann. Meine PS5 ist endlich da. Ah! Los, kommt mit! Habe ich eigentlich? PlayStation 5. Ja, ich habe es geschafft. Ich kann es nicht glauben, ich habe es geschafft. Ich habe eine PlayStation 5 endlich in meinen Händen. Der Controller liegt da vorne. Und die Konsole natürlich auch, zeige ich euch gleich. Was ich euch zuerst zeigen möchte, ist das Wesentliche, was man dazu braucht. Was braucht man mit einer Konsole dazu? Natürlich Spiele. Und die möchte ich jetzt auf jeden Fall mal zeigen. Alphabetisch. Das erste Spiel ist Astro's Playroom. Natürlich ist es eine Controller-Demo, was aber auch ein richtig cooles Spiel ist. Und jeder sollte in diesem Spiel die Platin-Trophäe haben. Ich bin tatsächlich noch versuchen, die Platin-Trophäe zu bekommen, weil ich möchte alle Gegenstände da haben, was es in diesem kleinen Astro-Universum gibt. Da gibt es haufenweise Anspielungen an alte PlayStation-Geräte und Spiele und Gimmicks. Kennt ihr noch diese Waffen für die PS3, für den Move-Controller? Das war geil. Das war richtig geil. Hab ich nie gehabt. Aber ich fand das immer cool. Dann hat man den Controller so reingesteckt und hat so spielen können. Man hat so eine Waffe gehabt. Und dieser T-Trigger hier, der war verbunden mit so einer Taste hier so ungefähr. Was richtig cool war für Killzone 3. Killzone 3. Astro's Playroom. Richtig cool. Nächstes Spiel. Das nächste Spiel ist ein Autorennspiel, was mit D anfängt. Natürlich. Derby. Nein, Schmarrn. Es handelt sich um Dirt 5, was richtig, richtig cool ist. Ich finde es richtig, vor allem die Limited Edition auch noch. Ne? Da ist dabei ein Ford F-150 Raptor und ein Porsche Macan T1 Rally Race. Richtig, richtig cool. Natürlich mit Code, weil auf die CD hat es ja keinen Platz. Blu-Rays schlucken eigentlich nur 50 GB, aber 4K Blu-Rays, weil diese Ultra HD Blu-Rays, die glaube ich schlucken sogar mehr. Auf jeden Fall ein richtig, richtig tolles Spiel. Es macht wirklich, wirklich Spaß. Und wie es schon so auf der Verpackung heißt, lass es krachen. Richtig geil. Dirt 5, ein richtig schönes Rennspiel im Matsch, im Schnee, im Dreck, auf Eis tatsächlich, auf Eis. Ich habe noch nie ein Rennspiel gesehen, wirklich noch nie, wo man auf Eis, also nur auf Eis direkt fahren konnte. Was richtig, richtig cool ist. Und das kommt man nicht mit Snowrunner und so. Das sind keine, das ist eigentlich eher mehr so ein, ich weiß gar nicht, was das ist. Nächstes Spiel. Als nächstes Spiel haben wir hier was richtig cool ist, finde ich, und zwar für die PlayStation das allererste Loot Slasher Game. Ja, es ist, kann man sogar online spielen, bis zu 3 Spieler. Godfall, was richtig, richtig cool ist. Rette Aperion ist hier der Titel, also der Backtitel, was dann aber auch immer über diese Titel, die hier hinten draufstehen, die stehen dann auch immer unten drunter bei den Spielen, was so richtig cool ist. Ich finde es richtig cool, dass beispielsweise die Rüstungen, die Waffen, finde ich auch richtig, richtig geil, wie man es hier so schön sieht.
und auch generell. Es ist ein richtig wunderschönes Spiel. Grafikmäßig bombastisch. Das gibt es auch für die PS4 tatsächlich, aber ihr werdet keine Freude damit haben, außer ihr stellt die PS4 in einen anderen Raum. Ich habe gehört von einem Kumpel, der hat Godfall tatsächlich für die PS4 Pro und die geht ja ab wie Hölle. Also die ist ja so laut, wenn man halt so richtig in eine Nähe von Details geht, also da wo halt so richtig detailmäßig was drauf ist, dann heult die so richtig, richtig hoch. Das ist unglaublich. Ich habe so das Gefühl, dass nur die PS4 Pro das macht und die normal, also die Standard PS4 und die Slim, die machen das nicht, weil ein anderer Kumpel von mir hat die Slim, der hat überhaupt keine Probleme gehabt. Nächstes Spiel. Wir kommen jetzt zu einem Spiel, wo ich tatsächlich sage, ihr kennt mich. Ihr kennt mich, ihr kennt meinen Kanal. Muss ich noch irgendwas anderes dazu sagen? Ratchet & Clank Rift Apart. Was richtig geil ist, ohne Witz. Eins der schönsten Ratchet & Clank Titel, die ich je gespielt habe. Ich muss tatsächlich sagen, dass es ist auf Platz 2 meiner absoluten Ratchet & Clank Lieblingsspiele. Toppen kann es nur noch A Crack in Time tatsächlich. Also A Crack in Time und Rift Apart sind meine Lieblingstitel. A Crack in Time einfach wahrscheinlich wegen der Nostalgie. Ich würde jetzt nicht sagen nur wegen der Nostalgie, sondern wie soll ich sagen, es war etwas anders tatsächlich. Also als die vorherigen Teile, so auf PS2 und so, weil die PS3-Ära von Ratchet & Clank hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und also Rift Apart macht jetzt nichts falsch, nicht falsch verstehen. Ich finde es halt nur interessant, dass wir Rivet haben, einen zweiten Charakter. Und da ist es tatsächlich so, dass die sich das gleiche Gadgetron-Konto teilen. Also Gadgetron, das ist ja eigentlich jetzt mehr was von Mrs. Zircon. Da ist halt die Frage, wie können sie sich jetzt das Konto teilen? Teilen sich jetzt alle Lombaxe das gleiche Konto? Das wäre doch mal interessant. Letztes Spiel, was ich hier habe, ist tatsächlich eins, das habe ich mir schon etwas früher gekauft. Ja, ich habe es für 20 Euro habe ich tatsächlich gesehen, das war sogar noch eingeschweißt. Spider-Man Miles Morales, ein richtig tolles Spider-Man-Spiel, hat mir tatsächlich um einiges besser gefallen als der ursprüngliche Spider-Man-Teil, der für die PS4 rauskam. Ich muss euch genau sagen, warum, und zwar wegen dem hier, die Kraft. Die Kraft, die wir hier haben, und zwar können wir Sachen mit Strom machen, was auch richtig cool ist. Also beispielsweise Kabel verlegen und so, oder diese Angriffe, die sind halt richtig gut stark, und tatsächlich ist das Spiel auf Mittel spielbar. Ich habe beim normalen Spider-Man für die PS4 habe ich auf leicht gespielt. Ja, da muss ich tatsächlich sagen, es war happig. Ich spiele schon gerne und oft Spiele. Mein komplettes Regal ist voll damit. Aber ich muss tatsächlich sagen, das war schon eine harte Nuss. Also ich habe den Ex-Freund von meiner Schwester, als sie noch zusammen waren, der hat mir tatsächlich den letzten Boss gegen Doc Ock gemacht, weil es einfach für mich viel zu schwierig war tatsächlich. Ich habe das nicht geschafft. Ich habe es gleich 15 Mal probiert oder so. Unmöglich. Ja. Das war's mit meiner PlayStation Spielesammlung. Die ist übelst leise.